Teil. Also da dieses Coverbild noch in Bearbeitung ist und ich noch welcher brauche, schicke ich dir nicht das Bild, sondern wollte mal diese krass coole YouTube-Scheiße ausprobieren, was die immer machen. Weißt du, dass dann da oben, oder da oben, irgendwo ein Bild ist. Auf jeden Fall. Was ist schon wieder bei Meldung einer? Ich lebe der Apple. Genau, und wollte es mal ausprobieren. und zeige dir jetzt mal den Fortschritt, den ich habe. Fand ich ganz cool. Ohne großen Aufwand von 8 Stunden von einem Video drehen. Genau, ich zeige dir mal das Grundfoto. Das wäre das hier. Das hier, genau. Ich sah halt nichts mit einer Sonnenbrille, weil ich gesehen habe, der Gott. Ist ja wieder blöd, aber ich finde mich schon zurecht. Sieht halt cool aus. Genau, das ist das Grundfoto. Also das ist unbearbeitet. Habe ich damals in, wenn man nach Sonneberg reinfährt, in diesem alten Fabrikgebäude geschossen. Was du da siehst, ist der Kevin. Und ich habe mit 2 Sekunden Belichtungszeit den Kevin fotografiert und habe während der 2 Sekunden Belichtung an ihn rangezoomt. Genau, das ist das Grundfoto, wo ich mir eigentlich gedacht habe, das ist ganz cool, das ist nämlich das Albumcover für Psychedelicious Vicious. Dann habe ich da rumprobiert und gerade mal Text neu gemacht. Ja, soweit war ich vorhin, wo wir telefoniert haben. Genau, und dann habe ich aber gedacht, ja, es ist zwar schön, aber eine die Wuchtenhaus, habe ich da rumprobiert mit KI und habe dann Folgendes gemacht. Genau, da habe ich da markiert Sachen halt, Maske und habe dann das generieren lassen von der KI. Und finde das eigentlich ganz cool. Dann habe ich auch beide probiert. Zum einen würde ich die Deckkraft hier ein bisschen runterschrauben. Zum Beispiel so. Und dazu muss ich meine Brille aufsetzen, weil ich sehe es nämlich nicht richtig. Aber es ist ja kein Video für YouTube und für dich muss ich ja nicht cool sein. Du weißt, wie ich cool bin. Nee, genau. Ja, rumprobiert. Das sieht zwar geil aus, aber ich nehme so, ich habe ein bisschen, das ist jetzt gerade Live-Bearbeitung quasi. Entschuldigung. Die Deckkraft ein bisschen wegnehmen, so finde ich zum Beispiel ganz cool. Jo, und dann habe ich noch hier dieses Fenster, habe ich noch Aquos reingemacht und habe da lachende Menschenmenge eingegeben. Also hier oben sieht zum Beispiel auch generative Filme, ich habe hier Albtraum eingegeben. Und da hat er das da hier nochmal zum Vergleich. So, original. So, mit KI. Mit meiner 67% Deckkraft. Geil. Genau, und dann habe ich lachende Menschenmenge. Schalte ich auch mal an. Und das finde ich ganz cool. Genau, aber da werde ich da ein bisschen noch rumprobieren. Jetzt auch gleich mal die Deckkraft ein bisschen schauen. 74%, vielleicht mal die Art, wie es im Foto erscheint, mal gleich. Ich habe vorhin mal geguckt. Was ziemlich geil aussieht, ist Luminanz. Finde ich ganz cool, vor allem so bei dieser Deckkraft. Genau, aber ich weiß es noch nicht. Und ich glaube, ich werde einfach normal nehmen. Aber Sprenkel ist da ganz cool. Aber normal ist eher die Kohle im Foto drin. So zum Beispiel. Mal die Deckkraft nochmal ausprobieren. Wobei, so ist eigentlich schon ziemlich cool. Ein bisschen weniger vielleicht. So. Genau. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man einfach hier vom Moribundo oben reinschreibt. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich glaube, ich gar keinen Schriftzug reinmache. Hier vielleicht klein. Warte mal. Gehen wir doch mal die Schrift auf 300 Größe. Ja, mit der Kleinen noch. Warte mal. Haha, Live-Bearbeitung hier bei YouTube. Dann machen wir 250. Man ist ja nicht bei YouTube, aber das Bild müssen wir gar nicht halten. Genau. Das ist aber ganz cool. Müssen wir wegmachen. Ein bisschen mehr Deckkraft vielleicht. Oh ja, bis auf das hier drüben, das sticht man so fern vor, also so sehr vor, weil das ist hier ineinander kopieren. Das Bondo finde ich echt geil, aber da habe ich eine Idee, indem ich einfach hier mein
Versatz, also mein Buchstabenabstand ein bisschen niedriger mache, genau. Und werde 240 machen. Oder 235 rum. Ist ein bisschen kleiner, werde es ein bisschen rüberziehen, ein bisschen runter machen. So, und werde natürlich die Deckkraft ein bisschen stärker machen. Ja. Zu stark. Das finde ich ganz cool, aber wenn ich zum hier ist. Ah, ich weiß, wo ich es hin mache. Hoppala. No. Ich werde es hier in diesen Mauervorsprung machen. Vorhin hat es irgendwie. Apfel Z, Apfel Z, Apfel Z, Apfel Z, Apfel Z, Apfel Z. Oh, so, oha, oder? Bisschen stärker, die Deckkraft noch. Na, ist zu stark. Ja, mittelmäßig, oh. Na gut, ich will jetzt nicht, es dauert jetzt 8 Stunden das Video, bis ich mit dem Foto fertig bin. Ineinander kopieren muss, kann man noch weiches Licht. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn ich das vielleicht ein bisschen stärker mache, von der Deckkraft her. Ich bleibe, glaube ich, bei weiches Licht. Nicht bei weiches Licht, ineinander kopieren, so. Genau. Und vielleicht noch irgendwo das in den Titel einblenden, halt, wie es heißen soll, was ich noch nicht weiß. Aber dazu setze ich die Sonnenbrille auf, wo ist er denn? Lege ich mal endlich eine in Sehstärke brauche, weil das sehe ich einfach cool aus. Ja. Und meine Zigarette ist aus. Ein gutes Zeichen, um das Video zu wenden. Und dann hatte ich noch als Albumcover vielleicht das hier. Unbearbeitet. Aber mit der KI gestern schon rumprobiert, vielleicht das draus machen. Folgendes. Boom. Finde ich ja ganz cool. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Genau. Ne, das ist meine Wände schon richtig drin. Jo. Gut. In diesem Sinne, ich bewege mich in Fort. Und da ich natürlich zu faul bin zum Schneiden des Videos, sondern das einfach komplett schickt, bin ich jetzt wieder da und drücke auf Stopp der Bildschirmaufnahme, nehme meinen Hut ab und sage mit einer lustigen Reaktion, was nehmen wir denn? Oh, Feuerwerk. Ach, warte mal, muss ich nochmal machen, Feuerwerk. Feuerwerk auf dem Mac. Jo. Und ich glaube, so wie ich es jetzt bearbeitet habe während des Videos, werde ich das, glaube ich, als Albumcover nehmen. Das hier. Das ist ganz cool finden. Vor allem leichte Schriftzüge hier unten.